Hallo, meine pulsierenden Verbesserungsfinder und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Leisig-Flauschig-Jönchen hier bei SnurRunner nach einer etwas längeren Pause. Heute überraschenderweise gab es mal zwei Videos an dem Tag, einfach nur weil ich jetzt wieder auf meiner Pause erstmal wiedergekehrt bin. Ab morgen fortlaufend dann immer ein Video, morgen Death the Diver, Dienstag SnurRunner und so weiter und so fort, immer im Wechsel erstmal. Wie gesagt, wird erstmal bei einem Video pro Tag bleiben. Heute werden wir noch nicht so viel, erwartet nicht so viel. Wir bereiten heute alles vor, weil ich derzeit noch keine Zeit habe, zwischen Folgen irgendwas zu machen. Heute ist so ein bisschen vorbereiten, die Fahrzeuge zusammenzuräumen. Also wir haben ja gesagt, wir brauchen zwei mit den langen, wo wir die, einmal die Stämme reinpacken für lange Stämme und einmal mittlere Stämme. Und dann haben wir einen, wo der Anhänger und einmal, wo der Auflieger dann sozusagen ist. Das würden wir dann heute machen. Und ja, genau. Das wäre unser Weg, den wir angehen. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie wir das so alles hinkriegen. Wie gesagt, ist auch noch nicht ganz geklärt, ob ich jetzt komplett auch schon wieder zurückkehre. Das entscheidet sich jetzt am morgigen Montag dann. Wie, wo und was. Denn wir haben jetzt morgen dann nochmal eine Untersuchung, also nicht ich, sondern meine Frau hier in dem Sinne, nochmal eine Untersuchung und dann sehen wir, was da jetzt ansteht, wie es dann weiterläuft, was auf uns zukommt und. Das werden wir einfach mal sehen und ja, da bin ich ja mal gespannt. Im Zeitpunkt Rat, ihr kennt das ja. Und genau, schauen wir mal. Und dann kann ich sagen, ob ich dann wirklich dann wieder weitermache. Wie gesagt, erstmal bleibt es bei dem einen Video am Tag. Bei mehr wird dann auch nicht zu schaffen sein. Das ist dann nochmal ganz angenehm. Einfach ein Video und dann war es das. Bis irgendwann mal die Zeit dann wieder kommt oder so. Aber es werden noch einige Termine mit rein, die Arbeit dann wieder und so weiter und so fort. Und da ist dann noch einiges, was noch auf uns ja, hereinbrechen wird. Und da will ich meinen Kopf und meinen Fokus auch hauptsächlich darauf setzen. Aber nichtsdestotrotz, Runner ist auf jeden Fall noch da, dass wir das auf jeden Fall beenden werden. Und dann habe ich ja noch Death the Diver und dann müssen wir mal gucken, wie ich es dann weiter handhabe. Irgendwann würde ich schon gerne wieder auf die 2 am Tag kommen. Wechseln dann sozusagen bei 3 LPs. Das ist so mein Ziel irgendwann wieder. Aber das liegt jetzt erstmal in weiter Zukunft. Und ich ich werde mich da auch noch nicht festlegen jetzt irgendwie oder sowas. Ne? Irgendwie eine Musik im Hintergrund, die man gerade so hört. Aber nicht ganz erkennbar, was das sein soll. Naja, naja. Es läuft, wird läuft. Ne, boah. Ach guck mal, stopp, wir haben ja einen Reifen, hatten wir ja genutzt gehabt. Gefielte schöne Wald. Genau, jetzt fahren wir einfach. Das ist die Frage, wo ist denn so am sinnvollsten zu fahren? Im sinnvollsten wäre es wirklich jetzt nach White Rally, ne? Rüder, da hatten wir ja dann noch ein bisschen was. Dann können wir da, ich weiß noch nicht, nehme ich dich, ich glaube, ich lasse dich mit dem Kran. Du bist dann der mit dem Kran. Und mein anderer Azi, den mache ich mit dem Auflieger, wobei der Auflieger wäre dann ein bisschen zu lang, war der Auflieger und der Anhänger. Muss ich mal gleich gucken. Den hier glaube ich mit dem Kran machen und das da drauf. Den anderen hat sie dafür und den Wördern auch noch mit so einem und einem Holzkran vorsichtshalber. So würde ich das dann handhaben. Und dann immer ganz gemütlich das hinfahren, abliefern. Das Aufladen, das kann ich zur Not ja dann auch noch mal zwischen den Folgen dann machen oder sowas. Kann man ja mal sehen. Das wird auch noch ein bisschen Zeit kosten. Wir müssen jetzt erstmal halt, wie gesagt, die Vorbereitungsmaßnahmen treffen. Länge für heute auch wird nur so, ich werde mal sagen, 25 bis 30 Minuten möchte ich heute einen Dreh machen. Ich glaube, da war einmal kurz ein Feedback, wie es gerade läuft, was jetzt kommt, was jetzt ansteht. Wir müssen jetzt wirklich nur noch eigentlich, oh, guck mal, jetzt können wir hier so ein Bild reinmachen. Okay, das ist, glaube ich, neu, oder? Ist hier neu? Ja, aber hier haben wir alles fertig. Wir machen jetzt noch die Missionen, die Hauptmissionen und dann kümmern wir uns um die Wettkämpfe. Nee, die brauchst du nicht. Danke dir. Danach sind die Wettkämpfe dran. Wir haben noch einen Ort hier drüben, den können wir wieder rüberholen. Das war ja eigentlich so ein ganz gutes Wettkampfauto.
schnell, agil, aber auch ziemlich spritfressend. Weil er funktioniert da eigentlich immer ganz gut. Wo ich überhaupt nicht, wie viel ich brauche, wa? Muss ich mal ausrechnen, wie viel ich brauche. So. White Rally war, wenn ich mich rechts entsinne, runter und links lang dann, ne? Also Bergfluss runter außen, dann links gleich rüber und dann sind wir dann da schon drüben. Bei ihm müssen wir eigentlich nur den Kran sozusagen ändern. Den Holzkran stellen. Den Varon müssen wir noch den Holzkran sozusagen stellen. Und bei dem anderen Azi, da werden wir dann einfach vielleicht nehmen den halt mit dem Dings. Weil der von der Tragefläche halt her größer ist, finde ich der Meinung. Ich will aber überlegen, ob ich ihn jetzt dazu nehme, weil ich finde ihn von der Wendigkeit her und sowas, er ist glaube ich auch so ein bisschen stabiler als der andere Azi. Der andere Azi öffnet halt den Ding Anhänger und das Ding. Der Voron und der andere Azi, die müssten noch drüben stehen, wenn ich mich recht entsinne, das letzte Mal. Die müssten noch drüben stehen. Ich glaube, dass die noch drüben sind, genau. Das werden wir mal angehen. Das werden wir mal angehen. Jetzt wollen wir uns Holz holen. Oh, ich habe gar keine Lust auf diese Holzmission. Die andere Mission, alles kein Problem, aber Holz, diese Holzdinger, ey, die sind so. Ich weiß noch ganz am Anfang so, oh, Holz cool, wird bestimmt interessant, yeah. Und dann irgendwann war man davon befreit. Ich glaube, ich werde ihnen den Holztransport machen lassen. Weil der Holz ist ja doch schon ein bisschen schwerer wiegen, ne? Ich glaube, ich mache ihnen den Holztransport. Genau, das werde ich, glaube ich, machen. Das werde ich machen. Habe jetzt eine ganze Weile Kingdom Come Deliverance auch mal so, wenn ich da ein bisschen Zeit hatte, für mich einfach mal gespielt, in der Ruhe ein bisschen zum Abschalten am Mann. Hätte nicht gemacht, dass das Spiel so viel Spaß macht, ne? Auch das Kampfsystem. Also am Anfang war es ein bisschen, oh, bin ich aber auch kein Toller da. Ich habe immer noch die kaputte Maus und bei dem festhaltenden Klicken und antäuschenden Schwertkampf, das kann er noch nicht ganz so. Aber macht trotzdem richtig Spaß, also auch schön, ich nutze gerne Kurzschwert mit Schild zum Bleistift und nutze die Variante, das geht viel auf Defensiv und dann mit Stichangriffen, das ist total genial, das macht Laune. Also habe ich schon einiges, das Einzige, was ich immer nämlich so schwierig finde, ist, er hat immer eine Warte an Leuten. Das sind so viele Leute, so viel. Hornmass, und was mich auch am Anfang noch nicht ganz so gewagt habe, war Klauen und Kucker gehen. Aber mittlerweile überall ran, überall rinnen, überall hin. Macht auf jeden Fall Laune.
Aber war mir auch nicht gut, das ist für mich so. Aber sollte aber der zweite Teil kommen, dann werdet ihr da in den Hochgenuss kommen, dass wir dann auf jeden Fall zusammenspielen. Ich hoffe nur, dass der zweite besser startet als der erste. Ich habe mir mal ein paar alte Sachen durchgelesen davon. Der ist ja auch richtig schwierig gestartet mit vielen Bugs und Problemen und sowas alles. Wäre ich gespannt, ob das Kampfsystem bei beiden, weil das hat ja auch, glaube ich, großen Minuspunkte bekommen bei den meisten mit diesem Kampfsystem. Ich fand es am Anfang auch, boah, ich aber dann irgendwann gerallt habe, du musst dich halt erstmal verbessern und danach wird es immer flüssiger und geht immer besser ein. Und wenn du eine Maus hast, die ganze ist, dann klappt sowieso noch ein Ticken besser als bei mir. Aber es ist möglich. Und du bist es halt, du bist auch kein Hero, der mit seinem Schwert da herumhandelt und sondern du musst halt schon gucken. Wenn du 3-4 Gegner hast, dann musst du dich halt immer ein bisschen zurückziehen oder mit dem Bogen noch ein bisschen Vorarbeit leisten und sowas. Weil du kämpfst halt immer mit 3-4. Ist jetzt ja nun mal nicht wie ein chinesischer Kampffilm oder ein japanischer Kampffilm, wo die dann da herumhuscheln und einer macht 300 Leute fertig zum Beispiel. Das ist ja nun mal nicht so. Also wenn du eine schwere Rüstung trägst, ein Schild trägst und ein Schwert trägst, der Gegner sind 4, die umkreisen, ich greife nicht von hinten an, das wird zu machen. Du kannst ja nicht auch diesen Move voll, ja, ich halte mein Schwert nach hinten und so. Okay, weil wir jetzt genug von einem Spiel, war halt interessant. Das macht auf jeden Fall immer noch Laune, ich bin immer noch auch unterwegs dabei. Und fahre jetzt mit euch aber erstmal in die Werkstatt. Wir bereiten, wie gesagt, erstmal alles vor. Ist halt so. Ein bisschen schnackeln, ein bisschen zeigen, man ist wieder da. Vorbereiten. Und ja, dann müssen wir nach und nach die Holzmission alle erledigen. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann vielleicht kriegen wir auch heute schon einen hin, mal gucken. Vielleicht schaffen wir das. Bin ich gespannt. Müssen wir aber erstmal alle hinfahren. Gut ist, es reicht erstmal, wenn wir nur 2 Trucks fertig machen und wir fahren dann zu dem einen Lager zum Bleistift. Ja, ich glaube, du wirst, dich werde ich zum Holztragenden. Dich werde ich zum Holztragenden. Also du wirst den mittleren hinten einen Auflieger und dann noch den Anhänger. Das würden wir so machen. Ist mir am liebsten. Bin ja auch schon total darauf, wenn wir dann in die Gilde starten. Boah, das ist so. Ich habe mich extra noch nicht mehr weiter angeguckt und nichts weiter gemacht, weil das will ich dann wieder mit euch gemeinsam machen. Weiß nicht, ob das euch interessiert. Ich wollte einfach ein paar Themen ein bisschen bequatschen, einfach mal wiederkehren. So wisst ihr ja, ich quatsche einfach viel hin und her. Jetzt hier haben wir gerade nicht viel vor, wie gesagt, wir machen jetzt so die Vorbereitung der Fahrzeuge. Ich kann es derzeit nicht zwischen den Folgen machen, deswegen nehme ich euch einfach mal mit. Das ist dann so eine sogenannte Filler-Folge. Beim nächsten Mal geht es dann schon wieder an die Mission hinan. Und deswegen quatsche ich auch gerne mal so über die anderen nebensächlichen Sachen, also was jetzt vielleicht zwar nicht direkt da in dem Spiel ist, aber wow, du bist mit Schwang, ich habe mich gemacht, was? Und so politisches Zeug und so habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir so oder so schon alles zu viel hier mittlerweile. Und da will ich nicht dann auch noch hier, während ich Spaß mehr habe mit euch, solche Themen quatschen. Das andere ist ja, da wisst ihr jetzt Bescheid, wie es erstmal weitergeht. Und Arbeit, gut, bei Arbeit muss ich auch sehen, ob ich bleibe. Der Job macht immer noch Spaß. Ja, aber mit dem AG schon wieder. Also ich bin irgendwie so ein Typ, ich komme immer irgendwie mit dem Arbeitgeber aneinander. Ja, da muss ich mal gucken. Ich klärt sich jetzt auch alles nächste Woche, wenn ich gucke, nochmal ein kleiner Wechsel zwischendurch. Ansonsten habe ich Bock, das macht Spaß, ansonsten klappt das eigentlich. Nur der ist so ein bisschen, ja. Mein Vertrag sollte jetzt ab diesem Monat ja geändert werden. Mein Ding, was ich gesagt habe, was meine finanziellen Interessen sind, die will ich auch haben. Ich will ganz ehrlich sagen, ich will meine 3-5 Brutto haben. Das ist bei mir so. Das ist für mich mein Pflichtding. Und wenn er mir die jetzt dann nicht liefert, dann hat er sich brüchig geworden, seine Worte ist mir lieber, dann brauche ich den als Chef nicht mehr haben. Das ist für mich immer Fakt. Wir wollten eigentlich am Freitag schon quatschen, dann hat er irgendwie keine Zeit, wollten wir Samstag kurz quatschen, dann hat er irgendwie sein Handy nicht mehr angeblich gehabt oder keine Ahnung was. Weil jetzt will ich sehen, wie es Montag oder Dienstag läuft und wenn da jetzt es dann weitestgehend so weitergeht, dann muss er mich rausbedienen. Weil ansonsten bin ich ganz ehrlich, da mache ich dann auch streikähnlich, dann gibt es einen Schein, bis er dann von sich aus sagt, okay, ja, tschüss. Bin ich ganz ehrlich, dann mache ich. Mach ich nichts Halbes. Ist einfach so.
Und das werde ich auch immer so einhalten, weil bestimmte Dinge muss ich einhalten. Ich habe meinen Job auch gemacht. Ich bin einer von den Fahrern, die fast eigentlich dauerhaft fährt. Mache ich auch gerne. Also immer die, ich habe die höchste insgesamt Arbeitszeit. Und das ist auch für mich okay. Ja. Aber ich will dann auch, ich habe auch Sonderschichten gemacht, etc. Ich will dann aber auch meins davon haben. Das ist schon für mich wichtig. Bin ich immer gespannt. Also an sich mag ich ihn ja, aber manchmal ist es ja, Geld ist so ein Thema, ne? Ne, warte mal, das ist jetzt nicht fair. Ich stelle es mal nochmal. So, stopp. Kriegst du mal den Ball, danke. So. Erstmal nachtanken. So, Anhänger lösen. Flup. Rückwärtsgang. Flup. Und Vorwärtsgang. Bum, bum. Stimmt, hier war ja das mit diesem Weg, der ist ein bisschen niedrig gesetzt. Hat ja gesagt, mit einem DLC irgendwie oder sowas, dann würde das gehen. Aber naja, gut. So. Rahmen. Nee, du kannst den auch erstmal abmontieren. Mittlere Baumstämme, genau. So. Mittlere Baumstämme. Ansonsten hat es hier nichts mehr weiter drin gehabt, ne? Komplette Gangspanne. Also die erhöhte Leistung auf Kosten der Spriteffizienz. Genau, hier war jetzt nichts weiter. Werkstatt verlassen. So, und dann war ich hier noch der große Holzanhänger. So. Für den kurzer Stämme. Und das müsste die langen Stämme sein. Na, genau. Gibt es den noch anders vom? Diese mittlere Stämme. Was ist denn das? Da hat sie so ein Panzer. Super Heavy Anhänger, okay. Ich glaube, das ist so, wo du das verlängern kannst. Ne? Aber andere, da haben wir noch mal einen Holzanhänger. Der ist mit. Auch nur so. Lock Short. Short. Ist der hier nicht? Müsste der da sein, ne? Das ist der andere Langanhänger, ne? Genau, das müsste der sein. So. Einzige, was noch spaßig wird, ist, wenn die so sind, dann ist das Zurückdrücken wieder richtig spaßig. So, dann haben wir das schon mal. So, pass mal auf. Wir müssen ja hier gucken, Holzstation, da kriegen wir lange Stämme schon mal her. Und da holen wir die mittleren, ne, da holen wir Holzplanken. Ne, da sollen wir es ja hin. Da oben gibt es die kurzen. Okay, na dann fahren wir doch, dass wir in die Richtung schon mal kommen und den da schon mal hinstellen. Ja, wir werden so weit kommen, dass wir den dann fertig kriegen. Ja, das ist angenehm. Irgendeinen hatte ich, glaube ich, derzeit nicht mit dem den da dran gehabt. Ich glaube, die Holzdinger, die konntest du auch nicht so aufladen. Die musstest du mit dem K
Kran reinarbeiten. Ich habe ja letztens auch schon wieder einige verschraubt. Nach der Zeit, ich kann die Fahrer, muss ich sagen, ich bin ja nicht lange dabei. Das darf man auch nicht vergessen. Ich habe jetzt 9 Monate durch den Führerschein jetzt ungefähr. 7, 8, ja, zwischen 7 bis 8 Monaten haben wir den. September habe ich schon den ersten gemacht. Den fahre ich ja auch ab. Seitdem man das hat, sieht es ganz anders aus mit dem darauf achten auf alle. Also du bist ganz anders eingestimmt, du achtest auf die ganzen Zeichen mehr und so weiter und so fort. Also es ist schon ein riesen Unterschied, ne? What the hell is that hier? Modder pumpt eine Sonderveranstaltung hier, oder was? Gut. Die müssen wir doch mal richtig bombastisch hinstellen. Und jetzt will ich mal was wissen. Du kannst die aber immer nur beladen, sozusagen. Selber beladen, ne? Frachtverwaltung. Genau, Truck. Ach so. Ah, okay, doch, du kannst schon. Bringt ja auch kostet aber. Ja. Also es geht, das wusste ich jetzt nicht mehr, ob das noch ging. Und jetzt muss ich halt nur gucken, dass ich den dann ordentlich hinstelle, da die 3 Stämme drauf babbel und es dann fertig mache. Aber dazu müssen wir jetzt erstmal den nächsten holen. Das kümmere ich mich dann zwischen den Folgen darum, dass die beladen sind als allererstes. Jetzt will ich nämlich erstmal plopp. Du bist der Nächste, der jetzt sozusagen dahin muss. Du kriegst nämlich einen anderen Kran. Ich mache jetzt nämlich erstmal rein die Vorbereitung heute. Also wirklich reine Vorbereitung, dass wir alles hinstellen. Dann beladen wir das hier, baller ich dann die Stämme alle drauf. Hintereinander wasch. Und dann liefern wir sie da alle dann nämlich ab. Das sieht schon irgendwie cool aus. Mit dem Ding. Wenn er noch so einen Spritanhänger hätte, dann wäre es irgendwie richtig witzig. Doppelgesprittel. So. Genau, jetzt müssen wir hier aber den mal nach hinten bringen. Den bringen wir nach hinten. Lalalala. Und dann holen wir den Wronski noch. Und der Wronski, der wird dann auch noch umgebaut. Ich will beide mit einem Kran dazu haben. Beide mit einem Kran. Ich werde das Ding dann zwischen den Folgen, werde ich das hier voll ballern. Da werde ich dann gucken, wie viele Stämme ich ungefähr brauche. Und dann muss ich wieder mal 3 rechnen. Also das sind ja zum Beispiel lange Stämme, brauche ich jetzt schon 6-mal. 6-mal lange Stämme, 6-mal mittelgroße Stämme. Das werde ich dann auch machen, nach und nach. Und wie gesagt, was wichtig ist, ist heute wirklich zu sagen, dass wir alles fertig haben, dass die einzelnen Fahrzeuge dann auch schon ready sind, dass sie dann da stehen und. Das hat schon sehr große Wichtigkeit. So. Die Rahmenzusätze. Dann brauche ich den Holzladekran. Was ist der da? Oh weh. Ich sehe gerade was. Der kann dann gar nicht das mehr draufnehmen, oder was? Das ist jetzt ätzend. Ich kann den gar nicht. Ich brauche einen einzelnen, der alleine nur... Ach du Jemine. Oh, der Auslegerkran geht zum Beispiel. Pass mal auf, ich zeig dir. Hier siehst du, dass er drin ist. Aber im Holzladekran ist der nicht drauf. Ha! Das ist jetzt eine Sache, die mir nicht gefällt. Also brauche ich nochmal einen Kran, der sich nur mit den Sachen da auseinandersetzt. Oh ne, doch, guck mal, da ist es. Da geht er. Da geht er. Okay, dann werden wir das mal machen. So, Moment mal kurz, gleich wieder da.
So, und weiter jetzt. Können wir den wieder ran? Ich glaube, das klappt dann aber. Das wäre natürlich gut, wenn das klappt. Dann können wir mit dem langen... Ah, das Ding auch manchmal auch mit Mods einfach spielen. Manchmal nur mit dem Mods spielen. So. So. Vom Anhänger koppeln. Ja. Los geht's. So. Den bringen wir nämlich auch schon mal dahin. Und den Wronski werde ich dann zwischen den Folgen, glaube ich, dann machen. Bis wir den jetzt nämlich da haben, den Wronski werde ich dann, glaube ich, einfach mal zwischen den Folgen dann einfach mal herholen und vorbereiten. Und den den werde ich dann mal herholen und dann werden wir das schon vorbereiten. Den stelle ich dann oben schon bei den mittleren Baumstämmen dann auch hin. Und dann werden wir sozusagen mit unseren Dings dann dahin fahren. Und der wird ja dann das schon alles aufladen und der kann dann zum Bleistift schon Richtung dem Holzfällerlager dahin gehen. Also nicht im Holzfällerlager, sondern ihr wisst schon, wo er sonst immer steht. Da steht der dann. So, und jetzt muss ich aber mal gucken. Ich muss das gleich so hinstellen, dass das passt, dass der Anhänger da ordentlich steht. Und der Anhänger muss ordentlich stehen. Und der Anhänger muss ordentlich stehen. Die müssen auch unabhängig voneinander stehen. Ich muss hier also am besten jetzt dann rechts ranfahren. Weil links steht ja schon der andere Anhänger. Problem ist diese Schlammgrube, ey, das ist ja auch jedes Mal das Problem hier. Ich hätte mir diese Sachen ja hier besser abgesichert alles. Also sowas erbaut, hätte man hier doch wenigstens versuchen können, Steine auch cool zu bringen, hätte das ja alles ein bisschen abgebaut, als wenn du mit dem Fahrzeug hinkommst, dass die dann stabiler stehen. Oh nein, die stehen hier nicht. Genauso wie diese ganzen Baumstämme, warum entwurzeln sie nicht? Dann hast du hier mehr Platz zum Fahren. Auch eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Irgendwie jetzt hier den gleich. Naja, der hängt nämlich schon wieder an der Baumwurzel dran. So. Ah, ich werde mich dann hier ein bisschen durchkühlen. Das kann ein Momentchen dauern. Dann werde ich das nach und nach hinpacken. Au. Mann, jetzt habe ich es falsch wieder gelenkt. Naja, das ist alle dir nicht so, wie das war. Aber wie gesagt, ist ja auch mal wieder erstmal neu anfangen. Ja, ne? So. Der steht jetzt so weit weg. Ach, ich muss dann gucken, wie ich das hinkriege. Na, da werde ich mich dann noch ein bisschen bemühen. Und den Rest den machen wir dann so. Warte mal, da können wir jetzt aber hier mal kurz so, so und so machen. Und, hallo. Ach ja, warte mal, hier müssen wir erstmal Nacht, Morgen, Nachmittag. Wettereffekt, klarer Himmel. So, und dann freie Kamera. So. Jetzt machst du den so. Und dann wird da als nächstes sozusagen die Holzarbeiten vorbereitet. Sehr gut. So werden wir das dann machen. So läuft es dann ab. Und ansonsten würde ich sagen, war es das aber auch schon für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann fangen wir an, die Baumstämme dahin zu bringen. Also wie gesagt, ich werde dann so viel aufladen, wie ich hier kann, wie viel ich brauche. Und so viel ich auch aufkriege, dann stelle ich den mit den Einarzt mit dem Anhänger schon hier hoch an die Sägemühle. Den Wronski, der hier irgendwo herumstand. Ich glaube, hier steht er rum, ne? Der Wronski. Der geht dann hier runter. Wird auch nochmal kurz mit dem Kran das ändern. Man fährt dann hier zur Holzstation, wird das vorbereiten und dann werden wir dann hier alles später darüber zurückbringen. So ungefähr ist der Plan. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.